warten jetzt da, bis wir endlich anfangen mit Muffins dekorieren. Dekorieren in dem Sinn machen wir eigentlich nur einmal im Jahr und das ist vor der Weihnacht. Wir tun heute Mittag mit der ganzen Familie, mit 4 Kindern, Cupcakes dekorieren. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Aber zuerst müssen wir jetzt Muffins backen. Und da gibt es verschiedene Varianten. Die allereinfachste ist, man geht die Muffins einfach gut posten, fix fertig. Man kann aber auch ein Lieblingsrezept nehmen von einem Muffins, das man einfach gerne hat, das dann unter der Dekoration ist. Wir machen sie aber selber, und zwar mit einer Kuchenmischung. Das wird vorsichtig auf niedriger Stufe, also auf der kleinsten Stufe mit dem Mixer gemischt. Nach 3 Minuten ist der Teig so weit, dass man ihn einfüllen in die Muffinsform. Dann füllt man den Teig ein. Für das nehme ich immer einen Esslöffel. Jetzt werden die Muffins backen, und zwar 25 Minuten bei 180 Grad. Ich empfehle Ober- und Unterhitze, weil die Umluft nicht so geeignet ist. Durch die Luftzirkulation kann es geben, dass die Muffins ganz schräg werden. Also, dann haben wir hier die frischen. Hier haben wir jetzt vorbereitet 3 Farben. Es ist Mascarpone, gemischt mit Puderzucker und ein bisschen Zitronensaft. Und je nachdem, mit welcher Lebensmittelfarbe dass man es einfärben oder mit Kakaopulver, wie Schoki, gibt es natürlich einen anderen Effekt. Wie man hier sieht, bei diesen Muffins braucht es immer irgendeine Schicht, die das Muffins abdeckt. Da gibt es verschiedene Varianten. Einerseits die klassischen Kuchenglasuren, gibt es weisse, dunkelbraune oder hellbraune. Oder dann gibt es das sogenannte Icing. Das ist eine Zuckermasse, die sich sehr gut auswallen oder modellieren lässt. Die Icing sind verpackt in so Stangen in verschiedenen Farben. Als erstes muss man es ganz gut kneten. So richtig, wie man es kennt von einem Hefeteig, immer wieder so ein bisschen zusammenkneten, dass es eine schöne glatte Oberfläche gibt. Und das tut man am besten auf einer Silikonmatte auswallen, weil hier klebt es nicht so. Cool, was hast du gemacht, Raphael? Ich, ein Tschutti-Fell. Wow, schön, he? Mit denen hier? Mit der grünen Boden. Und dann zeichne ich mit denen die Linie anzeichnen. Ich kann es anschreiben, ganz persönlich machen. Die einen finden es vielleicht fast schade zum Essen. Wir können es einfach aufstellen. Ein persönliches Geschenk. Oder wenn man Besuch hat, jedem sein Küchli machen, dann können die Kinder eigentlich das Dessert machen. Also man sieht, das ist ganz fantasievolle Geschichten sind da rausgekommen. Das Icing kann man auch, wenn man es dünn ausgewallet hat, sehr gut mit Weihnachtsausstecher ausstechen. Dann braucht man ein bisschen Zuckerschrift, um es draufkleben. Und auch dann hat man attraktive Weihnachtsdekoration, eben wie vorhin gesagt worden ist, zum Beispiel als Tischkärtchen.